Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir, Bad Tux, hier in Minecraft. Ich spiele erneut One Block, Folge 2. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich habe hier mein Haus schon angefangen. Am Dach bin ich hängen geblieben. Das dauerte mir zu lange, weil ich das Schwarzeiche so langsam kriege. Ist ein bisschen mühselig, wenn man nur einen One Block spielt, weil man ja Stück für Stück die Insel vergrößern muss und seine Welt vergrößert. Und alles auch nur ein Block dick ist, wenn man so guckt. Da kann man gerade nicht sehen. Also ist halt sehr schmal. Und man muss eben anfangen, seine Welt zu erweitern, immer schön hell zu halten. Und jetzt geht's weiter. So, wo ist die geblieben? Habe ich schon alles ausgepackt. Okay. Die ist eh gleich weg, da muss ich vielleicht mal eine neue machen. Das brauche ich dafür. Was habe ich hier noch? Ich könnte mir auf jeden Fall nochmal Eisen nehmen. Und die wahrscheinlich brennen müssen, damit ich mir eine Axt mache. Irgendwo Eisen sonst noch rumfliegen. Da auch gleich mitmachen. Auch mitmachen. Aber jetzt Eisenbarren habe ich glaube ich keine mehr. Schau ich nochmal hier. Da habe ich was drin, Steine drin. Und da oben ist noch frei. Und das System ausdenken, wie ich das am besten mache. Ich habe jetzt genug, um hier eine Axt zu machen. Das heißt, ich brauche jetzt Stöcker. Da. Die Werbung habe ich wieder drin. Ich weiß auch nicht, warum ich die unbedingt eingebaut habe. Egal. Nein. Ich wollte doch eine Axt machen. Okay. Egal. Kein Problem. Hat sich da erledigt. Ich habe noch ein paar Stäbchen. So. Gut, gut. Jetzt aber richtig machen. So. So. Können wir weitersehen. Dafür kann ich normales nutzen. Hier mache ich verdammt viel Eiche. Und ihr müsst mir wieder auf der Nase rumlaufen, ne? Das war klar. Ja, ist ja gut. Geh mal zur Seite, bitte. Geh mal weg. So. Bitte. So, mal sehen, was da noch rauskommt. Wieder ein Eisblock. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit den Eisblöcken machen soll. Ah, warte mal, da kann ich mir doch... Wie macht man das? Kann man das irgendwie schmelzen? Ich bin ja irritiert. Geht das? Ich habe das noch nie gemacht, aber irgendwie muss man ja zu Wasser kommen. Wie kann man das schmelzen? Geht das irgendwie? Verdammt, ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht ein Schmelzofen? Jetzt mal weiter abbauen. Zack. Aber irgendwie muss ich an Wasser kommen. Wasser fehlt mir ja noch. Ich brauche ja eigentlich nur zwei Eimer Wasser und dann kann ich mir eine unendliche Quelle machen. Das reicht ja voll und ganz. Ich habe jetzt immer darauf gehofft, dass ich irgendwie einen Eimer mit Wasser bekomme, wenn ich eine Truhe kriege, aber ich kriege ja Eisblöcke. Das muss jetzt irgendwie schmelzen. Endlich das Holz, was ich brauche. Und toll. Noch mehr. Oder ein Setzling davon wäre nicht schlecht, ne? Oh, jetzt geh weg da. Also irgendwo hört es mal auf hier. Und zack, und zack. Noch bekommen. Mal gucken. Auf jeden Fall hatte ich ja eben Eisen. Ich habe auch schon zwei Schwämme, aber Schwämme kann ich noch nicht nutzen. Das Problem, die sind ja nicht nass. Wenn er jetzt nass wäre, ist mir noch nicht so ganz klar, wie man das am besten machen soll. Andere wäre wahrscheinlich nur eine Trottel, du weißt das nicht. Nee, ich weiß das wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich jetzt daraus Wasser machen soll. Dass das irgendwie geht. Ja, das weiß ich, aber ich weiß ja irgendwie nicht genau wie.
weiß noch nicht genau, wie man das macht. Ich habe eins Blöcke da. Ich kann die ja nicht in den Kessel reinpacken, das ist das Problem. Und kann man jetzt irgendwie, habe ich einen Eimer eigentlich? Vielleicht muss man einmal erstmal craften. 1, 2, 3. Haben wir mal einen Eimer. So, mal schauen, ob das machbar ist. Das ist raus, jetzt lege ich mir die Eimer rein. Das kann ich nicht. Und das macht er auch nicht. Warte mal, Schmelzofen. Ofen, das ist Räucherofen. Wie macht man den anderen nochmal? Das hat mit Schmiede zu tun, ne? Schmiedeblock. Wie heißt das Ding nochmal? Dieser andere Ofen. Oder kenne ich den noch nicht? Muss ich das erst entwickeln? Sieht fast so aus. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll. Mal gucken. Weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Hätte ich nicht eben noch eine. Habe ich die jetzt weggepackt? Hä? Ich hatte doch eben noch da. Was mache ich da? Erstmal können wir. Warte mal, bevor ich das alles wegpacke. Einmal Insel vergrößern. Zack. Erstmal wieder vergrößern. So. So, weiter. Das hat zum Beispiel auch so ein Glasscheiben, haben wir ja schon benutzt. Ich will jetzt echt überlegen, wie man das mit dem Wasser hinkriegt. Vielleicht könnte ich das Wasser in den Eisblock hinpacken. Aber ich kann das vielleicht nicht einmal auffangen. Wie mache ich das am besten? Ich habe bestimmt einen Schmelzofen. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn so ein Tier auftaucht hier. Und musst du mir jetzt auch durch den Weg laufen hier? Weg, 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 weg. Also Eisen kriegt man jetzt genug am Anfang, ne? Muss ich ja sagen. Mehr als genug. Oh, ich hab keinen Boost. Ausnutzen hier. Ne? Geschwindigkeit. Danke für diejenige, der den Boost gemacht hat. Heißt Flyboost, kann ich das auch hier machen? Ja, ich kann hier auch fliegen. Okay. Also wenn der auf den Server, auf den City-Bild geht, dann gilt er eigentlich überall, so wie es aussieht. Auch nicht schlecht, gut zu wissen. So, wir kommen wieder verschiedene Blumen. Ich könnte mal ein schönes Blumenbeetchen bauen hier. Ich gestalte mir die Welt, so wie sie mir gefällt. Jetzt ist es ein bisschen dunkel. Da habe ich noch was ich verbauen kann. Grobe Erde. So. Das möchte ich da nicht reinbauen.
Weilchen. Problem ist, je größer man wird, wenn man nicht alles beleuchtet, dann kommen auch einmal die Monster. Und das wollen wir eigentlich nicht. So, neuer Tag, neues Glück. So, erstmal die ganzen Sachen wieder loswerden. Das Essen packe ich mir mal hier hin. Ich habe schon so viel Zeug, wo ich schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und die Vieh haben wir auch alle vor der Nase rum hier. So. Da ist sie. Dankeschön. Und jetzt einmal kaputt. Ja, geht doch mal aus dem Viechtier. Das stört mich gerade so irgendwie die ganze Zeit schon so ein bisschen, dass die immer denn da stehen bleiben auf diesem dusseligen Block und nicht weggehen. Geht doch mal aus zur Seite. Komm, weg, weg, weg. Ein bisschen Erde gesammelt und sie wieder größer machen. Vielleicht sollte ich auch mal größer machen. Mit so einem kleinen Wald anlegen. Und bis jetzt habe ich ja nur die Eichen. Da rein, aber den brauche ich sonst nicht unbedingt. So, habe ich die Bäume? Habe ich noch andere Bäume? Ich habe, glaube ich, nur die. Genau. Damit rein und das nehmen wir zwei raus. Rein dahin und dahin. Und weiter geht die ganze Sucherei. Kriegt Haufen zu erfolgen. Ich krieg ja auch einen Haufen Kisten, ne? Wenn man das überlegt. Hau ab. So. Ich bin gar nicht so böse, wie man vielleicht denkt, aber wenn die Tiere mir hier im Weg stehen, das macht ja wie nicht wirklich Spaß. So. Ich will ja mein Haus irgendwann fertig haben. Brauche ich eigentlich Stufen. Zack. 20 Stück. Nach oben hüpfen. So. In die Mitte. Die Mitte ist da vorne. Er ist okay. Man macht das ein bisschen rund, das Dach. Ist das jetzt schon die Mitte? Ich glaube ja. Da komme ich jetzt so nicht mehr ran. Da muss ich so umgehen. So. So. Und dann geht es hier wieder runter.
setzen wir einfach da raus. Dann haben wir doch ein kleines Stück weiter. Jetzt sollten wir ein Dach. Nee, da habe ich. Brauche ich einen ganzen Block. Gut. Habe ich da irgendwas? Nee. Also machen wir Improvisation. Muss man später austauschen. So. Haben wir doch wieder ein bisschen was zusammengesammelt. Und der Baum ist auch gewachsen. Okay. Was ihr natürlich noch machen könnte. Könnte daneben noch eine Blume haben und dann hoffen, dass an den Baum ein Bienenstock kommt. Bienenstock gleich Honig. Mal schauen. Die sitzt da, Einzelfelder daneben, die Blumen hinsetzen. Wir haben ja Glück. Oh ja. Holz falls gut. So. Ich brauche jetzt aber das schwarze Holz. Ich muss auch unbedingt das Dach so bauen, ne? Jetzt mal einfach man kann doch ein Dirthaus bauen können. Aber ich will das so ordentlich haben. Die ganze Zeit warst du mehr als ich, Hühnchen. Oder lass dich nur mit kaputt, weil ich bald drauf gehe. Wer weiß, wer weiß. Ja, muss auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ich neige dazu, dass ich mal ein bisschen unzufällig und vorsichtig bin. Muss ich hier nicht erlauben, oder ist das Spiel vorbei, denke ich mal. Das ist noch nicht viel. Das ist noch gar nichts. Kisten. Aber die Erde kann ich ja wieder nutzen und wegpacken. So. Vielleicht gewachsen, oder? Ne, kein Bienenstock. Schade. Aber wenn eine Blume daneben ist, jetzt wächst es denn schneller? Das sah gerade so aus, oder? Du setzt eine Blume daneben und das Ding fängt an zu wachsen. Da muss ich nochmal ausprobieren. Ja, das ist wahrscheinlich Zufall gewesen. Ich hätte mich jetzt noch gewundert. Das kann ja gar nicht wahr sein. So, zack. Jetzt habe ich das und ich habe auch welche über, damit ich das oben bauen kann. Das ist auch gut. Nur keine Erde mehr. Ach, da habe ich einmal. Der dahin. Das gleiche nochmal machen. Mal Gegenstück noch drauf und das wieder nur komplett durchziehen.
Beleuchtung von unten setzen. Zack. Damit habe ich das mit dem Schwarz hier schon mal fertig. Also hier vorne noch. Na, das reicht noch nicht. Aber gut. Noch auf guten Wege. So, weiter geht's, weiter geht's. Jetzt mal dazu bekommen, was ich eigentlich brauche, um das Dach fertig zu stellen. Ich brauche zwar auch tiefe Schiefer. Oder ich muss da andere Farbe nehmen. Am Mist, ich habe gerade Bienenstock, glaube ich. Ich habe den einfach abgebaut. Nicht aufgepasst. Angst noch darüber zu stehen. Ob ich drauf geht hier. So, noch eine Truhe. Noch mehr Blumen. Ich kann gleich mal brennen. Das habe ich fertig. Nacht. Bis jetzt habe ich noch keine Zombies gehabt, aber es wird natürlich jetzt auch dunkel hier. Da habe ich noch Fackeln. Sollte ich mir vielleicht nochmal anfertigen. So, da sind noch Fackeln. So. Schwarzeiche brauche ich doch jetzt, doch brauche ich ja vorher noch ein bisschen was, ne? War das so? Zack. Ein bisschen fehlt ja noch. Habe ich noch eine andere Picke? Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit das jetzt hier aufnehmen möchte oder ob ich einfach sage, pass auf, ich fange jetzt hier so jetzt an, mache jetzt ein paar Minuten hier, bis ich so eine halbe Stunde Video zusammen habe und dann höre ich vielleicht auf. Kann aber auf Stream halt auch weitermachen und wenn ich dann ein bisschen weiter bin, steigen wir dann wieder ein. So das Gefühl, das macht vielleicht am meisten Sinn. Soll ja nicht langweilig für euch sein. Das hat immer jetzt dasselbe, ne?
fast fertig. Bisschen was zu essen sammeln. Ich muss auch noch wieder sortieren. Das ist mein Eisen. Nehmen wir einfach mal alles mit. Das ist Rohstoff, Rohstoff. Machen wir drin, dass die große Kiste für Rohstoffe. Wo Diamanten und so reinkommen und Kohle, Diamanten, Eisen, all die schönen Dinge kommen da rein. Genauso wie ich. Oh Leute, lasst mich doch da mal jetzt. Zack. Ja. Das brauche ich hier nicht, das auch nicht, das auch nicht. Jetzt können wir hier Diamanten reinpacken. Und die Eisenbarren, Kupfer, Smaragde, all diese Stoffe. Schlafen, damit keine Phantome kommen. Werde ich wahrscheinlich in der Mitte nochmal aus Eichenstämmen mal so einen Pfeiler vorne lang bauen, damit es besser aussieht. So. Genug Material dafür. Genau so. Ja, okay, ich brauche auch keinen Fallschaden. Sollte auch so sein, damit das Spiel nicht ganz so schwer wird. Mach doch mal Platz hier. Bienenstock? Nein, natürlich nicht. Ich möchte einen Bienenstock haben. Ja. Ich habe so viele Viecher hier. Ich müsste mir von jedem Tier jetzt praktisch ein Pärchen nehmen und in irgendwelche Zwinger packen, also irgendwelche Zäune packen, damit die nicht wegkommen. Und kann dann den Rest immer platt machen. Weil der nervt einfach nur, die stehen im Weg, sind penetrant. Ich brauche Steine. Denn ich habe keine Picke mehr. So, zack. So. Schnell nutzen. Das ist vorbei, ne? Schade eigentlich. Ich weiß nicht. Natürlich war ich das. So. Ich glaube, Tiefenschiefer haben wir nicht gehabt, ne? Das kommt wahrscheinlich irgendwann später, aber ich auch gar nicht. Das ist jetzt die Frage, wie mache ich jetzt das Dach? Ich könnte jetzt kein Lied nehmen. Könnte auch zum Dach passen, weil das von Ton her ähnlich ist. So. Aber ich habe da nicht so viel davon, wie ich es auch immer verbaut habe. Die Schlauberger. Hier noch was wegpacken, sonst kann er auch hier. Zack. Einen habe ich jetzt hier nicht. Da haben wir Erde noch.
weiß, dass hier vorne der Baum noch nichts ist. So, das sieht besser aus. Macht von Block schon irgendwo Spaß. Obwohl ich noch nicht ganz so weiß, wie das jetzt hinführen soll. Ich muss das bisschen mit Wasser mit auftaut, damit ich Wasser habe. Kann ich nur endlich eine Wasserquelle bauen. Hier ist ja praktisch. Hier muss ich das mal nachlesen online. Ich weiß, das geht irgendwie. Aber ich will wahrscheinlich einen Schmelzofen brauchen. Da weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, wie ich die zu machen habe. Obwohl, warte mal, ich denke mal, ich will dafür nur mal einen Ofen brauchen. Und die machen wir uns jetzt mal. Und jetzt Ofen. Nein. Wie nennt sich das Viech nochmal? Also habe ich jetzt hier Eisen drin? Da, Eisen. Hier machen wir durch. Kann nicht sein. Wie heißt denn das Ding nochmal? Ja. Ich bin hier nur am Gehen gerade. Ich bin irgendwie sehr müde gerade. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr aufnehmen heute. Also jetzt nicht unbedingt One Block, nur allgemein. Um da wieder ein bisschen aufzuholen, weil ich in letzter Zeit so wenig gemacht habe. Ich bin echt gerade so müde. Ich überlege, ob ich jetzt gleich den Stream hier aufhöre. Die Aufnahme hier aufhöre. Und dann mich auch wieder so verpacke und dann vielleicht ein bisschen später noch was zu machen. Ist jetzt gerade über. Morgen kann man ja auch schlafen. Ja, ich vergesse nicht zu voten. Mache ich fast jeden Tag. Und noch mit hier. Tja, sag mal. Das nervt mich echt total an den Tieren, ne? Das ist nicht schön. Ich stört nur so ein bisschen, dass ich noch kein Wasser machen kann. Wie viele Zäune habe ich jetzt eigentlich? Ich habe Zäune davon und das habe ich auch. Das ist schon mal gut. Könnte ich hier einen Zaun hin machen? So. Und da kommt die Zauntür hin. Ja, ist ja gut, der läuft doch da rein. Komm, alle Schweinchen rein, da noch ein Schweinchen reinlaufen, bitte. Oh, das Schweinchen geht raus. Karottis. Laufen sie da auch hinterher? Ich weiß es nicht. Möchtet ihr auch? Guck mal, Karotti. Ja. Normale Karotti, habe ich die schon irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich habe nur die Folgen. So. Kann man jetzt immer noch vermehren.
Einen Huhn habe ich mit drin, ne? Okay. Habe ich jetzt noch mehr? Da habe ich die noch. Oh, ich habe noch genug Zaunsachen. Das würde ich ganz gerne hier auch einen Huhn machen. So. Können wir hier die Kühe reinbringen? Nein, noch kein Weizen. Aber da rein. Hopp, hopp. Geh mal zu deinem Kumpel. Zack. Dankeschön. So. Jetzt muss ich das gleiche nochmal auf der anderen Seite machen. Für die Schafe. Dafür immer noch ein bisschen Erde. Das ist jetzt doch nicht genug Fläche. Aber wie wir sehen, kommt da noch genug Tiere. Geh mir nicht auf die Ketten, sonst mache ich einen Kentucky Fried Chicken Laden auf hier. So. Oh, Dias, Dias. Aber ich habe keine Eisenpicke. Das geht so nicht. Eisen habe ich noch. Habe ich noch Sticks? Das sieht nicht so aus. Den brauche ich jetzt. Zack. Kann ich hier erstmal dabei gehen und was wegpacken, weil das ganze Holz hier reinpacken. So. Die Zäune brauche ich gleich noch. Und wir können auch die Steine wegpacken. Die Erde brauche ich auf jeden Fall noch. So. Keine Lust, das anders zu machen, mal zu wechseln. Weil ich natürlich die Sachen schnell kaputt kriege damit. Nein, Schaf, du sollst. Oh. Schaf, du sollst dranbleiben. Wie gehst du auch da raus? Warum gehst du da raus? Habe ich da was Nettes jetzt mal drin? Den kann ich auf jeden Fall machen. Das heißt, ich kann mir Knochenmehl machen. Ich kann rote Beete anpflanzen. Okay.
So. Noch die Schafe da reinbringen, ne? Habe ich noch eine Axt? Nee, natürlich nicht mehr. Nochmal eine Axt muss ich machen. Zack. Ich habe eigentlich zwei Schafe auf der Seite. Geh doch mal da rein, komm. Weg dann den Hintern da rein, zack. Und rein. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Wo willst du hin? So, ein bisschen nervt mich das hier. Ich hoffe, ich kriege noch mal Schafe. Ich muss das hier mal so zumachen, dass die da nicht mehr hinten lang können. So. Hier drüben ist es noch zu, genau. Na komm, ich kann es gerne. Schafe da umgebracht, ne? Ich bin auch ein Vogel. So viele ich brauche Schafe wenn so und weiter geht's gut ich habe mal zurück im Bett oh oh. Nicht mit mir hier. Was geht also mich wird es interessanter. Okay. Aber hört das halt zum Glück vorher. Sollte mir vielleicht mal eine Rüstung dann demnächst machen. Und genug Diamanten habe ich ja eigentlich. Oder auch Eisen. Beides machbar. Ich habe kein Schwert. Habe ich ein Schwert? Kann ich denn mit dem Schwert mir was basteln? So. Ein Schwert. Zack. Mal sehen, ob ich das auch einsammeln kann, weil wenn das da unten fällt, habe ich da nichts von. Tschüss. Na gut. Kommt gleich ein Zombie, okay. Dann muss ich mich erstmal reparieren. Ah, den Lochwagen habe ich jetzt. Und ein Kettenhemd. Hey, guck mal.
Zack. Krieg ich Rüstung. Oh, dass ich sie selber craften muss. Fantastisch. Und da kommt ein Zombie. Gehen wir hin. So. Oh, oh. Creeper. Nein! Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Jetzt geht's ab, jetzt geht's los. Okay, das wird spannend. Eieieiei. Jetzt wird's richtig spannend. Zack. Meine Schildblöcke. Gut, dass ich meine Sachen mit den Tieren alles auf der anderen Seite gebaut habe. Ich weiß jetzt wieder nicht mehr, welcher Block welcher ist, aber muss ich nochmal markieren. Markieren, genau. Markieren. So. Der erste ist da, kommt wieder ein Zombie. Ich muss mir das markieren mit irgendwas. Eigentlich war das mit Holz ganz cool, oder ich kann noch Detuit nehmen. Kalzit-Detuit, warte mal. Einmal da. Eieieiei. Aber was essen? Ja, so macht man seine Erfahrungen. Und ich habe kein Wasser. Ich sterb hier heute noch, wenn das so weitergeht. Verdammt. Noch einer? Was habe ich jetzt bekommen? Das tun wir hier schon ein bisschen an. Ich habe ein Buch. Ein neues Buch. Okay. Oh, ich muss schon wieder zu Tieren. Nee, das geht so nicht. So geil das nicht. So. Nehme ich noch mit. Nicht mal so schnell. Ups. Habe ich denn jetzt hier noch? Mal gucken. Da ist noch Eisen, Kohle nehme ich mit. Kann man auch mal die Insel wieder größer machen. Aber größer machen heißt wahrscheinlich auch immer wieder, dass auch neue Viecher kommen. Oder liegt das daran, wie viel Blöcke man abgebaut hat? Wirkt eigentlich mehr so, dass es an der Anzahl der Blöcke liegt. Ja. Ich will keine Schafe mehr kriegen. Das habe ich fantastisch gemacht, dass ich die weggeknallt habe. War sehr schlau. Tschüss. Okay, ich bin dann angegriffen. Ich habe so ein bisschen Angst. Verbrenn doch. Nee. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Creeper machen soll. Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich muss mal mein Inventar ein bisschen mehr machen. Oh, das wird jetzt verdammt heftig. Das wird jetzt heftig. Warte mal, das. Gerade die Creeper, die sind echt Hammer. Wie ich das am besten. Irgendwann wird das Ding mich mal richtig erwischen. Was mache ich dann? Das Spiel dann zu Ende?
schon hart. Warum explodieren die immer gleich? Ich hab doch jetzt gemacht. Finde das sehr unhöflich von dir, Creeper, dass du immer gleich hochpeng machst. Wo ist jetzt mein Block? Der ist. Oh, ich muss schon essen. Oh, willst du von der Strategie hier machen? Ich weiß noch, ob ich das mit den Creepern hinkriegen soll. Die sind ja so heftig. Boah, die war eben gerade weit genug weg und das Ding ist trotzdem explodiert. Das fand ich jetzt nicht fair. Nein, nein. Schon wieder Rohstoffe gekriegt. Wieder oben reinpacken. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man stirbt, ob man denn komplett weg ist oder ob man dann nochmal mit kleineren Punkten wieder von vorne anfängt. Das habe ich noch, weiß ich alles noch gar nicht. Oder ist Warm Dog dann zu Ende und man fängt dann komplett neu an? Das ist jetzt die Frage. Alter, warum verbrenne ich schon wieder? Warum brenne ich schon wieder? Tschüss. So. Irgendwie ist es gerade spannend. Mit dir. Was essen. Weg mit dir. Was mich ein bisschen stört, ich habe jetzt natürlich auch kein Schaf mehr, ne? Aber ich brauche auch eigentlich kein Schaf zurzeit. Ich habe Schweinchen. Ich habe Hühner, die will ich nicht platt machen, wenn es irgendwie geht. Dass sie von jedem Tier haben möchten. So. Ich wollte gerade sagen, bist du sonnenbeständig hier? Diese Fahrt, die jetzt durchlaufen, einmal wieder ergeben. Ja, ist ja gut. Warum brenne ich schon wieder? Warum brenne ich schon wieder? Habe ich hier Erde jetzt? Genau, die Insel vergrößern. So. Bücher, ich muss mal wieder alles mitnehmen. Ein bisschen aufräumen. Man kriegt also ganz viele Rohstoffe eigentlich, die mir noch nichts bringen, weil ich noch keine Villager habe. Aber wenn das so weitergeht, vielleicht kriege ich dann auch einen Villager. Das wäre jetzt mal die Überlegung nachher, wenn ich den Villager habe. Habe ich ja wieder noch andere Möglichkeiten. Da packe ich dann mal Essen rein. Da packe ich jetzt Essen rein. Nee, das brauche ich ja zum Essen jetzt selber. Da ist Stein. Erde auch mit rein und Holz. Ich muss mal ein bisschen aufräumen wieder. Kann mich nichts mehr reinpacken. Passt nichts mehr rein. So, zack, zack, zack. Wo ist alles Wolle? Ich muss für die Möbel mir auch mal was machen. Das ist Essen. Und der Rohstoffe. So, Holz. Holz. So, zack. Dann habe ich hier.
essen. Ich kriege so reichlich viele Hühner. Gut, dann kann ich ja. Oh, ich habe Zeit. Ich habe jetzt schon ein paar Bögen und Pfeile. Vielleicht ist das die Möglichkeit, da was zu machen. Dann packe ich jetzt auch mal so ein Zeug mit rein. Schwämme, Eisblock. Und ich packe da auch die Möbel jetzt mal mit rein. Essen kommt das Saatgut mit rein. Den baue ich noch. Ich hole keine Wolle rein, sonst. So. Giftspinne. Ob ich spinne, eine Giftspinne. So. Aber der Mann tut ja nichts. Darf ich nur nicht hauen, aus Versehen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich guck dich an. Hallo. Also ich habe doch, doch, Pfeil und Bogen, oder? Da. Und ich habe ein paar Pfeile. Na komm, wo bist du denn? Hallo. Na, wo bist du? Der kann ja nicht runterfallen. Das teleportiert sich ja hin, wo er will. Wo bist du? Kommt er nochmal wieder, oder? Ich mich jetzt hinlege, passiert denn was? Schauen wir mal. Also richtig gute Rüstung habe ich halt noch nicht. Ist echt runtergefallen? Glaube ich irgendwie nicht. Da kommt aber schon gleich wieder. Na, verbrennen. Verbrennen doch. So, meins. So, wie kann ich den jetzt am besten platt machen, sodass er mir nichts kaputt macht? Weil eigentlich sind ja die Pfeile dafür ideal, ne? Wo ist der jetzt hingelaufen? Creeper, wo bist du? Da. Sehr schön. Oh, das so rum. Okay, machen wir das so rum. Ich sollte mir vielleicht ein Haus bauen, wo ich von oben schießen kann. Dann habe ich eigentlich nicht so viel. Hast du mich erschreckt. Hast du mich verjagt? So. Und dann das Schwert nicht zur Hand. Die Spitzhacke, sonst komme ich da nicht weiter. Da oben. Ich brauche drei Stück. Sonst komme ich da nicht weiter. Also auch interessant, wenn man jetzt nicht hätte, wie wird man das denn weiterspielen? Ist schon spannend. Also interessiert mich gerade mal, wie würde man das jetzt machen, wenn ich das jetzt nicht hätte?
Da wäre ich am Arsch, oder? Interessant. Interessant. Wie viel muss ich hier vorbeilaufen können? Will das jetzt abbauen hier, spinnst du? Da verjagt er sich mich hier. Man erschreckt sich immer total. Bam, sind die da. Habe noch kein Wasser. Rohstoffe ich mehr genug. Habe ich noch die Axt? Ja, die Axt habe ich noch. Jetzt einmal schönes. Ich habe einen Creeper-Kopf gekriegt. Okay. Hey, ich habe eine Deko für meinen Raum. Das ist Alfred. Der hängt da jetzt. Und das ist ein Erfahrungsfläschchen. Okay, irgendwo habe ich dort die Möbel reingeschmissen. Da packe ich das auch mit zu hier. Da packe ich den auch mit zu, weil das was Besonderes ist. Und einmal Erde kann ich den danach benutzen. Sikowski. Ei, ich bin fast tot. Uiuiuiuiui. Lecco mio. Erstmal genießen. Ich glaube, das war es dann auch für heute erstmal. Ich bin ja ein Stück weitergekommen. Es wird jetzt ziemlich hektisch und heftig. Nochmal was essen hier. Ich denke mal, ich beende jetzt hier dieses Video und dann mache ich hier beim nächsten Mal weiter. Ist auf jeden Fall sehr spannend, sehr aufregend und erschreckend manchmal. Wie ihr seht, bin ich auch stark getroffen worden. Aua, 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 aua. Naja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Betax. Ciao, ciao.